Einige Wochen nach dem endgültigen Rückzug der US-amerikanischen Fastfood-Kette McDonald's aus Russland wegen des Ukraine-Kriegs öffnen an diesem Sonntag die ersten Restaurants unter ihrem neuen russischen Besitzer. Burger oder so etwas ähnliches gibt es nach wie vor, aber unter einem neuen Namen. Vkusno i Toshka heißt die neue Schnellimbisskette auf Russisch. Das bedeutet so viel wie lecker und fertig. Einige Produkte wie Big Mac und McFlurry werde es nicht mehr auf der Speisekarte geben, erklärt der Generaldirektor. Das liege daran, dass diese Namen, ihr Aussehen, ihre Produktionstechnologie sehr direkt mit der Marke McDonald's verbunden seien. Er verspreche aber, dass es in naher Zukunft einen würdigen Ersatz für diese Produkte geben werde, von dem er sicher sei, dass die Verbraucher ihn schätzen und lieben werden. Ende Mai wurde bekannt, dass McDonald's sein komplettes Russlandgeschäft an den Geschäftsmann Alexander Gova verkauft. Die Markenrechte wurden ihm aber nicht übertragen. Deswegen muss der berühmte goldene M-Buchstabe abmontiert und durch das neue Logo ersetzt werden. Gova plant, alle der Standorte innerhalb von 2 Monaten wieder zu eröffnen.